wird gleich so sein. Wir werden verkünden, wer König des Dschungels ist. Die Majestät darf dann hier drin sitzen bleiben und den Zweitplatzierten werden wir mit rausnehmen. Und dann werden wir den König bitten, zu uns zu kommen. Okay? Der Sieger von Ich bin ein Star holt mich hier raus 2022. Und damit der erste und vielleicht einzige Dschungelkönig, der jemals in Südafrika gekrönt worden ist und gekrönt werden wird. Ja, das wäre sehr schade. Ich liebe Südafrika. Also, Dschungelkönig 2022 ist... Alles Gute, mein Lieber. Gratuliere. Hast du die Danke! Ja. Ich glaube, das hat man auch so bis Deutschland gehört. Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Ja, danke. Wir mit uns. Immer so ein bisschen unter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Danke, Leute. Danke. Ja! Ja! Wo sind die Affen? Jetzt könnt ihr mich ruhig anscheißen. Ist mir scheißegal. Eure Majestät, wir küssen eure Augen. Wir sind ihrer nicht würdig. Bitte nehmen Sie doch Platz. Dankeschön, Dankeschön. Veni, Vidi, Pavlovici, das sind nicht unsere drei Finalisten. Das könnte dein Motto sein, er kam, sah und siegte. Es sah vielleicht für uns oder für den Zuschauer so aus, als hättest du einen Durchmarsch gemacht. Wie war es für dich? Es war wirklich eine sehr, sehr spannende oder ein spannendes Abenteuer mit Höhen und Tiefen. Das kannst du ja mit der Dschungelshow gar nicht vergleichen. Nee, das ist richtig. Also ich habe das echt unterschätzt, auch mit dem Essen. Aber es sind gar nicht das Essen und die Prüfungen, sondern... Du bist mit 11 verrückten Leuten unterwegs. Jeder hat einen größeren Knacks als den anderen. Aber auch einen positiven und ja. Die Salatkrone! Die Salatkrone! Ihr Zepter, eure Majestät. Ah. Und die Krone. Thank you. Eure Majestät, Philipp, Shisha, Digger, Olaf, Brudi, der Erste. Wir küssen deine Augen. Wir freuen uns auf Ihre Antrittsrede, bitte. Soll ich was sagen jetzt? Ja, ja, Antrittsrede, bitte. Antrittsrede als König. Was sagt man so? Ans Volk. Ich war noch nie König, ich bin ihrer nicht würdig. Bitte reden Sie. Ja, also ich war noch nicht König, bin auch nicht würdig. Aber ja, ich bedanke mich einfach bei jedem Einzelnen, der für mich angerufen hat. Ja, ich bin wahrscheinlich jetzt der erste König von Südafrika, vielleicht auch der letzte, man weiß es nicht. Vielen, vielen Dank an jeden anderen. Ich küsse eure Augen. Sonja, Daniel, ich küsse eure Augen. Danke, ich hab 4. Und, ja, und in meinem Königreich werde ich euch auf jeden Fall einmal einladen. Wir sind gespannt, wo der erste Staatsbesuch hingeht. Ob zum Reichstag in München, zu Herrn Markus Söder oder vielleicht doch zu Olaf Scholz in einer Shisha-Bar in Altona. Ja, richtig. Wissen wir es noch nicht, aber Staatsbesuche stehen an, nicht wahr? Ja. Mal gucken. Hey, und ihr könnt nicht genug von uns bekommen. Ha, hier gibt es alle Folgen. Wo? Da. Ah, okay. Und da könnt ihr uns abonnieren. Ja, da. Weißt du, was es hier gibt? Nee. Alle Videos, Sonja. Ach, was gibt's da nochmal? Da? Ach so, da. Ja. Ich dachte, da wäre was Neues. Nee, da. Da abonnieren. Ah, okay. Da die Videos. Videos. Und da alle Folgen. So sieht's aus.